Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Format. Das ist mal ein bisschen was anderes als nur Let's Plays, denn das Ganze heißt Unter die Lupe. Und in der ersten Ausgabe beschäftigen wir uns ausgiebig mit Watch Dogs. Weil ich dachte mir, welches Spiel eignet sich mehr, als es mal richtig unter die Lupe zu nehmen und dieses Format zu starten, als der neue Open-World-Titel von Ubisoft. Hier seid natürlich auch ihr gefragt als Zuschauer. Ihr könnt gerne kommentieren, das ist immer gern gesehen. Da freue ich mich riesig, mit euch über dieses Spiel zu diskutieren, was ihr davon haltet. Ich gebe hier nur meine persönliche Sicht der Dinge ab. Also, das ist alles subjektiv und nicht objektiv. Ja, das ist so, wie ich es sehe und das ist meine Meinung. Das kann eure Meinung sein, muss es aber natürlich nicht. Und wir nehmen uns Watch Dogs an, weil ich kenne kein Spiel in den letzten Jahren, was so dermaßen durch die Presse ging wie Watch Dogs. Als das Spiel angekündigt wurde, war das ein Mega-Hype. Die Presse spielte verrückt, die Magazine haben seitenweise gedruckt, oh, dieser Titel, Wahnsinn, und wird das GTA in den Schatten stellen. Sofort kam da der Vergleich mit GTA. Was natürlich, die Ähnlichkeit ist natürlich, liegt auf der Hand, denn beides sind Open-World-Titel. Aber dieser unfassbare Hype war einfach viel zu hoch. Die Erwartungen, das kann ich jetzt schon sagen, waren damals viel, viel zu hoch an Watch Dogs. Da kann das Spiel natürlich nichts für, aber ja, das ist schon eine derbe Bürde, die es sich da auferlegt hat oder die es auferlegt bekommen hat. Denn als die E3 war, war ja alles noch gut. Die Grafik sah super aus, das Spielprinzip war cool, man konnte hacken, es war eine neue, frische Idee. Und dann nach ein paar Monaten kam neues Gameplay-Material und auf einmal wurde das Spiel mit Kritik zugebombt. Es wurde quasi zerrissen von allen Internetforen und Fachmagazinen. Angeblich würde die Grafik runtergeschraubt und es war unfassbar. Dieser Shitstorm gegen das Spiel war unglaublich. Und ich denke, ihr habt das auch mitbekommen. Ja, das ist ja, es war ja nicht zu verhindern. Und das Überragendste an der ganzen Kritik ist ja, dass es schon als schlecht abgestempelt wurde und oh, dass überhaupt noch was wird und das sieht ja total schlecht aus, das sieht ja gar nicht wie Next Generation aus, und auf dieses Next Generation Thema kommen wir auch noch zu sprechen, aber das Geilste ist ja, dass es kein Mensch gespielt hat, dieses Spiel. Niemand hat das Spiel angezockt, niemandem wurde das gezeigt, es war einfach nur ein Video, was auf YouTube und von Ubisoft aufgetaucht ist. Und jeder meinte, oh, spielerisch total schlecht. Spielerisch total schlecht. Wie wollen die Leute das denn bitte beurteilen können? Ja, diese Kritik war total unangebracht und mehr als unfair dem Spiel gegenüber. Und auch Ubisoft gegenüber. Ich will da auch das Spiel jetzt nicht hypen oder Ubisoft irgendwie in Schutz nehmen. Aber dass diese Kritik so dermaßen aufgetreten ist, ist einfach nicht gerecht. Das wäre es auch bei einem EA-Titel nicht oder bei einem Capcom-Titel nicht. Das spielt keine Rolle, welches Unternehmen das entwickelt hat oder published. Es war einfach ungerechtfertigt. Was man Ubisoft natürlich vorwerfen muss, ist dieses irrsinnige Theater um die Auflösung. Das ist ja auch schon im News-Bereich bei mir aufgetaucht, dass es erst in 1080p kommen sollte mit 60 Bildern pro Sekunde oder 30 Bildern pro Sekunde. Dann wurde es zurückgeschraubt. Mittlerweile ist es ja so, dass es auf PlayStation 4 auf 900p läuft und auf der Xbox One läuft es nur auf 720p, auf dem PC auf 1080p. Ja, und da hat Ubisoft natürlich einen Bock geschossen, denn dort hätte man vielleicht von Anfang an einfach ehrlich sein müssen und da nicht die Leute an der Nase herumführen sollen. Aber ich finde, auch dieses Thema wurde in den Magazinen und in den Foren wieder ziemlich hochgekocht und es wurde direkt natürlich bestätigt, oh, die Grafik runtergeschraubt und das Video, was aufgetaucht ist, alles kam nochmal hoch und wieder und dieses Thema war dermaßen präsent, dass es mich schon fast so sehr angekotzt hat, wie Deutschland sucht den Superstar. Diese Grütze kann man ja auch nicht mehr sehen. Ja, und dann kommen wir mal zum Next-Generation-Titel, ja? Watch Dogs ist kein Next-Generation-Titel. Ich weiß nicht, wie man das definiert, ja, Next-Generation, aber für mich ist das absolut kein Next-Generation-Titel. Ein reiner Next-Gen-Titel erscheint nicht auf den alten Konsolen. Ein Next-Generation-Titel gehört für mich auf die PlayStation 4, auf die Xbox One und auf den PC. Und auf nichts anderes. Weil alle anderen Konsolen
sind nicht mehr Next Generation, wobei man bei der Wii U vielleicht noch eine Ausnahme machen muss. Das ist zwar nicht so, die hat zwar nicht so viel Power wie die anderen Next-Gen-Konsolen, aber gehört ja dann doch irgendwie noch dazu. Aber wenn ein Spiel wie, was weiß ich, nehmen wir mal Thief, ja, dieses Dieb-Spiel da, wo man ein Dieb ist im Mittelalter oder was weiß ich, ich hab's nicht gespielt, das ist kein Next-Generation-Spiel. Denn auch dieses Spiel kam für die PlayStation 3 und die Xbox. Noch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Tomb Raider. Tomb Raider ist kein Next-Generation-Spiel, auch wenn es diese Definitive Edition gibt, die dann auf den Next-Gen-Konsolen erschienen ist. Es ist zwar überarbeitet und aufgehübscht, aber es ist nicht reines Next-Generation. Als anderes Beispiel könnte man vielleicht FIFA nennen. FIFA wurde komplett anders programmiert mit einer ganz anderen Engine. Nur die Datensätze, was Spieler und so angeht, sind gleich von PS3 auf PS4 zum Beispiel. Aber die Engine ist komplett nur für die Next Generation entwickelt worden. Und es gibt es nicht mal auf dem PC, sondern nur für Xbox One und PS4. Das ist Next Generation, meine Freunde. Das ist meine Meinung jedenfalls und mein Auffassen von Next Generation. Nicht Watch Dogs. Watch Dogs kommt für die Next Gen, ist aber kein reines Next Generation Spiel. So drösel ich das mal einfach auf, ja? Also das ist jedenfalls meine Meinung für die nächste Generation. Da interessiert mich natürlich auch, wie ihr das seht. Seht ihr Watch Dogs wirklich als Next Generation Titel? Oder was die nächste Generation einläuten soll in diesem Genre? Oder ist es für euch auch eher so ein zweischneidiges Schwert wie bei mir? Ihr sagt, es ist vielleicht doch nicht Next Gen, es ist zwar für Next Gen, aber auch noch für die alte Generation. Da interessiert mich natürlich eure Meinung sehr. Und dann kamen selbstverständlich die Vergleiche mit GTA 5. Ja, diesem Vergleich muss das Spiel sich stellen, weil, ja, es ist nun mal so, da kommt es nicht dran vorbei. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut für mich beurteilen, was ich davon zu halten habe. Denn ich habe GTA 5 durchgespielt, ich habe auch stundenlang den Online-Modus gespielt und ich habe auch Watch Dogs mittlerweile einige Stunden gespielt, wo ich dabei sagen muss, Watch Dogs habe ich noch nicht durchgespielt. Ja, ist natürlich auch ein bisschen lang und noch nicht so lange draußen, ich habe es auch noch nicht so lange und ja. Aber ich denke, ich kann mir da schon ein Fazit erlauben und da ich GTA 5 durch habe, kann ich mir da mit Sicherheit schon eine Meinung bilden. Wenn ich da jetzt mal an die Story denke, die Story von GTA 5 ist gut. Die Story macht Spaß, die Story ist wirklich auch gut durchdacht, die Charaktere sind gut, aber Watch Dogs macht das ja nicht falsch. Also Watch Dogs bis jetzt, die Story fesselt mich, ja, das ist natürlich, je nach Spieler ist das unterschiedlich, wer andere Interessen hat oder wen was anderes mehr fesselt, den wird Watch Dogs vielleicht nicht so in den Bann ziehen. Ich für mich kann sagen, Watch Dogs, die Story finde ich ziemlich geil. Aber die GTA-Story finde ich auch sehr geil, wobei mir Watch Dogs, ehrlich gesagt, vom Setting her und von der Frische her, muss ich sagen, hat es bisher auf jeden Fall leicht die Nase vorn, was die Story angeht. Dann kommen wir natürlich zur Grafik, die unumstritten bei beiden Spielen top ist. Ich habe die PS4-Version von Watch Dogs und die läuft ja nur, oh schrecklich, in 900p und es sieht affengeil aus. Ja, da kann man gar nicht meckern. Ich finde, die Grafik sieht super aus, egal ob bei Tag oder Nacht. Natürlich sieht es bei Nacht noch eine ganze Ecke besser aus, wegen den ganzen Partikel- und Lichteffekten. Das macht schon richtig was her. Tagsüber macht es aber immer noch einen verdammt hübschen Eindruck. Die Grafik von GTA 5 ist genauso genial und es ist natürlich nicht Next Gen, sondern für die PS3 und Xbox 360 rausgekommen. Und die Grafik ist natürlich überragend bei GTA 5. Es sieht super aus. Es sind gute Effekte, es macht Spaß, die Autos sind klasse dargestellt. Überhaupt sieht alles super aus in dem Spiel. Da gibt es von meiner Seite aus gar nichts zu meckern, aber auf beiden Seiten. Da ist es dann wieder ein bisschen unverständlich, warum Watch Dogs so dermaßen kritisiert wird wegen der Optik. Ich nehme an, dass es halt wirklich wegen der Auflösung ist, dass das ein bisschen tiefer sitzt bei den Fans. Und deswegen kommt es da öfter mal ein bisschen schlechter weg. Dann vergleichen wir mal die Grafik, die Grafik hatten wir ja gerade. Dann vergleichen wir mal die Mechanik und die Steuerung beider Titel. Und da muss ich sagen, hat Watch Dogs ganz klar Vorteile gegenüber von GTA 5. Denn die Steuerung in GTA 5 ist einfach scheiße. Das ist jetzt nicht aufs Autofahren bezogen, sondern auf die actionreichen Szenen, das Ballern, ja.
Das Zielen ist eine Megakatastrophe. Ich finde, das ist so schlecht bei GTA 5. Das ist der größte Kritikpunkt an GTA, an der ganzen Serie, die es gibt. Also die Action-Szenen sind, obwohl GTA 5 da schon ein bisschen besser geworden ist, aber es ist immer noch schlecht. Das Zielen ist ungenau, es ist kompliziert, es ist schwierig, es ist fuckelig. Und bei Watch Dogs geht das locker flockig von der Hand. Es ist bei weitem nicht so hakelig. Die Steuerung und die Animationen sind viel flüssiger. Alles greift irgendwie besser ineinander. Und ich finde, Watch Dogs hat da den absoluten Vorteil gegenüber von GTA 5. Gerade bei der Steuerung und den Übergängen der verschiedenen Animationen. Ist natürlich auch in Anführungszeichen Next Gen. Also kann sein, dass das auf PlayStation 3 nicht ganz so gut aussieht, aber ich glaube, dass die Leute von Ubisoft das da doch ordentlich hinbekommen haben und da auch klare Vorteile für sich gewinnen konnten. Mein Fazit natürlich, was so diese Vergleiche angeht, ist, dass GTA 5 ein bombastisches, großartiges Spiel ist, was in keiner Sammlung fehlen sollte. Aber ich kann genau das Gleiche über Watch Dogs sagen, denn das ist kein Deut schlechter. Es ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist nicht schlechter. Und damit kommen wir dann auch zu den ganzen Tests, ja, diese ganzen Fachmagazine, das spricht ist natürlich nicht für alle, ja. Manche haben das objektiv und fair bewertet, aber viele, viele Magazine, auch große Magazine, ich nenne jetzt keine Namen, aus rechtlichen Gründen halte ich mich da ein bisschen geschlossen, aber ihr könnt es natürlich überall nachlesen. Es wird ganz häufig gesagt, Watch Dogs ist ein tolles Spiel und macht fast gar nichts falsch. Und vieles richtig, wird aber trotzdem total schlecht bewertet. Manche Magazine bewerten es mit 75% oder mit 6 von 10. Dann gibt es Magazine, die es fair bewerten, meiner Meinung nach, und 86% geben oder so. 86, 87 wäre auch eine gute Wertung. Ja, auch wenn GTA natürlich, was weiß ich, im 90er-Bereich meistens liegt, aber so 86, 87, die Wertung ist okay, aber es gibt halt ganz viele, die unter 80 bewerten oder wenn sie von 0 bis 10 Wertungen machen, nur eine 5 oder eine 6 geben. Aber in ihrem Test schreiben sie, ja, die machen ja gar nichts falsch und das Setting ist super und die Story ist fesselnd und Watch Dogs macht so viel richtig, bewerten es aber im zweierlei Maß und das funktioniert nicht, das passt für mich nicht zusammen und deswegen sind die meisten Tests, nicht alle, es gibt auch viele gute, aber die meisten Tests, die ich gelesen habe, sind Bullshit. Das muss ich einfach auch mal so deutlich sagen. In meinen Augen sind diese Tests Bullshit. Ich weiß nicht, wie sie das rechtfertigen, weil es ist haltlos und argumentlos. Also, sie haben keine richtigen Argumente, die gegen Watch Dogs sprechen, außer manche sagen, es ist langweilig oder es wiederholt sich alles. Die Minispiele sind immer dieselben. Natürlich sind das immer dieselben, aber erstmal sind sie super vielfältig, ja, und um einiges lustiger als bei GTA 5, aber bei GTA 5 ist das nie ein Kritikpunkt gewesen. Da wird dann geschrieben, oh, wie großartig, oh, man kann ja so viel machen, man kann in Stripclubs gehen, man kann Tennis spielen und Golf spielen und was nicht alles, wie toll das ist. Aber Leute, das ist immer dasselbe, das Tennisspielen ist total scheiße gemacht. Das Golfspielen ist stinklangweilig und in diese Kack-Stripclubs gehst du auch nur zweimal. Danach ist das auch langweilig, auf diesen Pixel-Arsch zu gucken. Also, dass da dann wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, ist einfach unglaublich und hat nichts mit Seriosität zu tun. Tut mir echt leid. Tut mir auch echt leid für die Fachmagazine, aber tja, so ist es halt. Das ist meine Meinung und der müsst ihr euch einfach mal stellen. Und das gilt natürlich nicht für alle, aber für viele Magazine. Es gibt auch, wie gesagt, einige sehr gute, ich nenne keine Namen, aber es ist ja, ihr braucht auch nicht lange suchen bei Google, braucht ihr nur Test eingeben, dann werdet ihr auch schon positiv wie negativ Beispiele finden. Da interessiert mich auch eure Meinung, was sagt ihr zu diesen ganzen Spieletests? Ja, sind die wirklich objektiv für euch oder sind die ausschlaggebend? Wie kauft ihr eure Spiele? Kauft ihr sie, lest ihr erstmal Tests und kauft dann das Spiel oder bildet ihr euch eure Meinung über Trailer und News oder sowas? Wie ist das bei euch? Also wie kauft ihr eure Spiele oder wie beurteilt ihr eure Spiele und kauft ihr sie dann, kauft ihr sie nicht? Was ist ausschlaggebend für euch? Das interessiert mich, da würde ich mich sehr über Kommentare freuen. Ich weiß natürlich nicht, wie das Format ankommt, ich hoffe, es kommt gut an und dass da doch einige Kommentare zu lesen sind. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm, dann
halt nicht, aber das muss jetzt einfach mal raus. Dann gibt es natürlich noch ein, zwei Sachen, die ich ansprechen muss, was Watch Dogs und GTA und dieser Vergleich und dieses Hype und dieses Negative, dieses Kritisieren und Runtermachen angeht. GTA 5, ja? Man muss bedenken, GTA 5 ist nicht das erste Spiel von Rockstar. Es ist ja GTA 5, es gab GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 und GTA 5. Das sind fünf Spiele, die so aufgebaut sind wie GTA 5 und es ist halt der fünfte Anlauf. Und ehrlich, Ubisoft hat mit ihrem Erstlingswerk in dieser Richtung verdammt gute Arbeit geleistet, wenn man sieht, wie die ersten GTA-Spiele waren. Und die wurden ja auch mega gehypt. Da war das ja auch alles neu. Und es war auch okay, dass die so gehypt wurden. Aber Watch Dogs ist für ein Erstlingswerk wirklich ein Bombenspiel. Und natürlich muss man beachten, GTA 5 kam für die PlayStation 3 und die Xbox 360 raus. Wenn man dann mal guckt, wofür Watch Dogs rauskommt, das ist die PlayStation 3, die PlayStation 4, die Xbox 360, die Xbox One und der PC und außerdem folgt noch eine Wii U-Version. Ja, das sind sechs Systeme, für die programmiert wurde, zeitgleich an einem Spiel. GTA 5 hingegen wurde nur für zwei programmiert. Das ist natürlich ein Heidenaufwand, eine Heidenarbeit, das alles zu koordinieren und dann so eine Qualität auf den Markt zu bringen. Denn von GTA 5, wie lange ist das jetzt draußen? Es ist, glaube ich, Mitte September 2013 rausgekommen und es gibt immer noch keine PC-Version. Es gibt zwar Gerüchte, dass überhaupt eine kommt, ja, aber bestätigt ist das ja noch nicht mal. Also sie werden wahrscheinlich eine PC-Version bringen. Vielleicht kriegt es sogar noch eine aufgehübschte Version wieder für die Next Gen. Aber momentan muss man einfach sagen, gibt's das nur für die Current-Gen-Konsolen und noch nicht mal für den PC. Und Watch Dogs hat einfach so eine riesige Bandbreite. Und auch da, finde ich, dann ist die Kritik ziemlich überzogen an dem Spiel. Auch da wieder mit zweierlei Maß gemessen und auch nicht den Weitblick gehabt. Ich rede natürlich dann immer über Magazine, wo ich mir die Reviews durchgelesen habe. Sie haben einfach nicht den Weitblick gehabt, dass Watch Dogs so eine Masse an Systemen beliefert und dieser Vergleich mit GTA total hinkt in dieser Angelegenheit einfach. Ja, aber ich glaube, ich habe mich jetzt genug ausgelassen und das Ganze mal unter die Lupe genommen. Ich gebe jetzt mal mein Fazit zum Besten und sage, Watch Dogs ist ein absoluter Top-Titel und Pflichtkauf für alle Konsolenbesitzer und gerade für PC-Besitzer, die ja Open-World-Spiele, da gibt's ja nicht allzu viele. Was gibt's da? GTA, GTA 4 natürlich, das neue gibt's ja noch nicht. Watch Dogs jetzt, Sleeping Dogs kann man vielleicht noch dazu nehmen, auch ein klasse Spiel eigentlich. Und ja, sonst gibt's halt nicht wirklich viel in Open-World und auch deswegen Assassin's Creed weiß ich jetzt nicht, ob man das dazu zählen kann. Aber ein absoluter Pflichtkauf und Top-Titel. Ich habe es nicht bereut, das gekauft zu haben, auch wenn das schweineteuer war natürlich für Konsole. Was auch eine Sauerei ist, dass die PC-Spiele mal locker für 30 Euro zu haben sind am Release-Tag, wenn man sich schlau anstellt, und die Konsolendinger 70 Euro kosten. Aber ich zocke halt ganz gerne auf dem Sofa, deswegen die PS4-Fassung. Und ja, mein Fazit, Watch Dogs, geniales Spiel. Wer es nicht hat, lasst euch nicht verrückt machen von der Kritik, wer da ein bisschen unschlüssig ist. Macht euch selbst ein Bild davon. Hört die Reviews an, seid wach, vor allem bei den Reviews. Glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Ja, viele Vergleiche hinken und stinken. Ja, da passt oft nichts zusammen. Und es fehlt mehrmals in vielen Magazinen der Weitblick. Ja, da ich keinen Namen nenne, kann ich euch jetzt auch nicht sagen, wo ihr vielleicht mal lesen solltet, was ein super Review war. Ich habe zwei ganz, ganz tolle Reviews gelesen, die wirklich objektiv waren. Da wurde im 80er-Bereich bewertet. Die waren okay, die fand ich gut, die fand ich objektiv. Die anderen, es gab sehr viel Schrott. Gerade am Release-Tag wurde viel Müll veröffentlicht und ja, man sollte vielleicht ein bisschen warten, bis auch die ganz, ganz, ganz großen Magazine irgendwelche Tests veröffentlichen. Vielleicht sind die ein bisschen besser oder objektiver. Natürlich ist das Ganze, was ich hier erzähle, auch subjektiv. Ja, das ist meine eigene Meinung, wie ich dazu stehe, was ich von diesen Kritik-
und Hype-Scheiß halte. Ich glaube, die Erwartungen an dem Spiel waren absolut zu hoch. Aber da kann ja auch Ubisoft und die Entwickler können ja nichts dafür, dass das so gehypt wird. Ja, ich hoffe auf jeden Fall auf einige Kommentare, auf eure Meinung bin ich gespannt. Und ich hoffe, dass euch das Format gefällt. Das wird es öfter mal geben. Das wird es natürlich unregelmäßig geben, weil ich nicht immer die Zeit dafür habe. Weil keine Ahnung, wie lange geht es jetzt. 20 Minuten bin ich hier schon am Labern oder so. Ja, eure Meinung ist gefragt in den Kommentaren. Wer Lust hat, kann sich daran gerne beteiligen. Ja, es ist Feiertag, nicht wahr? Christi Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch hochladen kann. Ansonsten wird es vielleicht Freitag, Samstag. Irgendwann wird es schon kommen. Und dann haut in die Tastaturen und schreibt mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr so lange durchgehalten habt und mein Gebrabbel ertragen habt. Und sage, Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.